Marion von Marions Kreativland. Ich habe mal wieder einen Action-Haul für euch. Ja, der kommt nicht so oft, weil ich wirklich beim Action-Haul nicht immer was finde. Ne? Es ist einfach so, wenn da mal eine Woche nichts kommt, dann tut es mir leid. Oder auch mal zwei Wochen. Ich bin auf jeden Fall dankbar für alle, die mir treu sind und auch bleiben. Auch wenn da mal halt nichts kommt oder mal kein Action-Haul, sondern irgendetwas anderes. Heute war ich auf jeden Fall mal wieder beim Action und kurz beim Teddy und was ich gefunden habe, das zeige ich euch gerne. Also, angefangen habe ich mit den Angeboten vorne, wie immer. Da gab es diese Kerzen, ich hatte keine mehr, ich mache im Sommer natürlich keine an. Da habe ich dann schon mal Luftstäbchen, aber trotzdem habe ich mir nichtsdestotrotz für mich und meine Kinder 5 von denen mitgenommen und von den Apfelzimt hatte ich noch. Die waren wieder im Angebot für 1,69 €. Auch im Angebot waren diese Handschuhe für 2,99 €. Richtig, richtig günstig, finde ich. Und was mir immer wichtig ist, dass die auch für Lebensmittel geeignet sind. Weil ich benutze die meistens für die Lebensmittel. Und wenn ich, wenn ich bei den Hunden irgendwie mal was sauber machen muss, dann habe ich die auch immer an. Die kamen, wie gesagt, 2,99 €. Dann hatten sie diese im Angebot, 1,99 €, habe ich 2 Stück mitgenommen. Eins möchte ich jetzt gerne schon verschenken, einfach zwischendurch für einen ganz, ganz, ganz lieben Fahrer bei uns. Und den anderen schaue ich mal, hebe ich auf, esse ich selber, keine Ahnung. Und dann waren im Angebot diese Blöcke, 1,68 €. Ich habe mir nur diesen mitgenommen, den fand ich recht schön. Von den Farben hat mir das sehr gut gefallen. Was mir immer gut gefällt, wisst ihr ja, ist immer dieses Doppelseitige. Wenn es nicht passt, natürlich nicht so schön, aber immerhin noch besser als weiß. Das hat mir echt jetzt gut gefallen. Ich glaube, das ist die Mitte dann, ne? Ich war schon entsetzt über die Mitte hier vorne. So, also 1,68 €. Ich wollte noch einige Solarlampen haben. Die hatten sie tatsächlich gar nicht. Dann hatten sie im Angebot Schöpferchen. Ich muss auf jeden Fall immer Baumwolle haben. Elastan muss ja sein, damit die sich dehnen. Sonst kann ich das gar nicht leiden. Und die fallen so gut aus beim Action und da habe ich mir mal 5 Pakete mitgenommen, 3 Pakete mitgenommen. Die hatten noch 2 Paar, die mir gefallen haben, da war leider nicht in meiner Größe, aber die 3 durften mit. Kann man ja immer gebrauchen, mal wieder ein paar entsorgen. Dann habe ich Sticker wieder neue gefunden. Und die haben sie Tatsache geändert. Diesmal gibt es nicht dieses Teil, was da immer so doof umklappt. Finde ich natürlich gut. Müsste man mal aneinander halten. Aber ich glaube, das ja, das ist verkleinert. Wunderbar. Da habe ich einmal diese tollen mitgenommen. So richtig schöne, leichte Farben. Fand ich schön. Hier haben wir dann die Zahlen bis zur 9. Dann die fand ich jetzt nicht ganz so prickelnd, aber die andere Seite fand ich schön. Das habe ich gedacht, kann man super gut zu Ostern benutzen. Hier immer für Geburtstag. Hier mache ich natürlich einen deutschen Spruch wieder rein. Deshalb durften die mit, fand ich ganz nett. Die kosten ja immer 75 Cent, das wisst ihr ja. Die hatte ich tatsächlich auf meine Liste. Wollte ich mir eigentlich 2 Mal mitnehmen, aber so doll fand ich sie jetzt in Wirklichkeit doch nicht. Aber einmal durfte es gerne mit für eine Kindergeburtstagskarte oder Einladungskarte. Dann fand ich das hier richtig, richtig schön von den Farben. Und das hatte ich auch auf meiner Liste. Das durfte auch mit. So mal in Blau. Ich habe ja sonst immer dieses Blau-Rote, wenn ich ein Urlaubsalbum gemacht habe. Aber mal so ganz in Blau ist auch sehr schön. Zumal die sehr gut. Einen habe ich bekommen, sehr gut auch zu diesen Stickern hier passen, zu diesem Cut. Kann man ja so raustrennen, hatte ich erst überlegt, weil ich habe da drauf gewartet, 3 Stück soll es da ja geben.
Jetzt, wie gesagt, das Einzigste, was mir nicht so gut gefällt, ist dieses total Glänzende. Aber ich fand es ja trotzdem. Ich fand jetzt so viele verschiedene und deshalb durfte das mit. Für Geburtstag, für Urlaub, für... Ja, ist jetzt nicht so schön. Tiere gehen immer hier für Herbst. Dann, wenn man hier so Explosionsboxen baut für Urlaube, Wanderurlaub, das ist sehr schön für den Garten. Richtig, richtig niedlich. Also die fand ich schön. Da müsste ich aber leider jetzt wirklich lügen, was die gekostet, dass der Block gekostet hat. Da habe ich jetzt Tatsache überhaupt nicht drauf geachtet. Die fand ich auch recht süß. Ja, wie gesagt, deshalb, das ist auch richtig toll. Bin mal gespannt, was in den anderen drin ist, wenn ich sie denn mal bekomme. Ja, und dann habe ich mir noch mal drei. Wie gesagt, ich wollte Solarlampen neue haben, weil ein paar muss ich doch bei mir auswechseln. Ich hatte ja auch, habe ja auch die Ballons einmal vom Aldi vor 2 Jahren gekauft, die es ja jetzt wieder gibt momentan. Vom Action die Herze habe ich überhaupt nicht bekommen. Habe auch heute vom Mitarbeiter erfahren, dass die auch nicht so gut sein sollen. Und jetzt habe ich festgestellt, und die Ballons hatte ich von Norma letztes Jahr mir bestellt. Und ja, die 3 Stück, die ich ganz weit außen hängen habe, die habe ich über Winter reingetan. Und da funktioniert einer richtig toll noch mit diesen Flammen und einer leuchtet, der flammt nicht mehr, aber leuchtet noch. Und der eine leuchtet wirklich, muss man schon genau hingucken. Deshalb habe ich gedacht, so nach 2 Jahren, vielleicht holst du dir dann doch beim Aldi doch nochmal 2 neue, weil ich finde die einfach mega schön. So im Gesamten, ich habe ja meinen ganzen Balkon mit Solarlampen und leider hatten sie jetzt beim Action überhaupt keine. Dann habe ich die einmal gefunden. Das sind dann auch welche, wo du dann vorbeigehst und angehst. Ich habe ja diese runden, die habe ich an der Kellertreppe und einmal stehen in meinem Schrank. Und die habe ich jetzt endlich gedacht, kommen die mal unter meine Küche. Ziemlich weit nach hinten, weil ich habe vorne so einen großen Absatz. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert mit dem, wenn man dann da vorbeihuscht. Aber ganz hinten dann vielleicht, dass das leuchtet, wenn man rein... Ich muss es einfach mal ausprobieren. Habe mir mal 3 Stück mitgenommen, weil ich so 3 Abschnitte bei mir in der Küche an den Hängeschränken habe. Und ich fand jetzt auch, dass die... kommen zwar wieder 3 Stück rein von diesen AA, aber immerhin besser als die Knopfbatterien. So, und dann, wie gesagt, war ich mal eben kurz beim Teddy und habe... diese Stempel hier gefunden, fand ich recht schön, für 1,55. Die hatten noch ein paar, die habe ich aber, ich weiß gar nicht, ob ich die fotografiert habe, habe ich aber nicht mitgenommen. Dann hatten sie diese Teile hier, fand ich auch richtig, richtig schön, zwar alle in Gelb, habe gedacht, die hätten ein paar Farben mehr, sind auch Aufkleber mit einem Klarsicht-Hintergrund, ist auch immer schön für 1 Euro. Dann habe ich diese, ich glaube, die habe ich mir schon mal mitgenommen. Aber die finde ich natürlich auch mega schön, diese 3D-mäßigen und die hier. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die jetzt doppelt habe, aber die kann man immer für irgendeine Karte immer mal benutzen. Auch einfach mal so, ne, wenn man einfach so Danke sagen will oder so. Ja, das waren die Teile vom Teddy. Ja, meine Lieben, das war mein kleiner, feiner Action Haul. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über jeden neuen Abonnenten, der dann auch vielleicht mal bei mir bleibt, so wie die 3000, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich warte ja immer noch auf die Rundung, dass ich auch endlich mal wieder ein Gewinnspiel für euch machen kann. Oder möchte, ich kann das natürlich immer machen. Aber ich möchte doch, wenn es rundet, das wäre mir wirklich, da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns, wir sehen uns. Eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss, meine Lieben.